Ja, neben dem, dass der Golfsport so ein bisschen der Spiegel des Lebens ist, es geht auf und es geht ab, man durchlebt so viele Emotionen während 18 Loch, ist es für mich die Faszination vor allem das Zusammenspiel zwischen dem technischen, dem taktischen, dem physischen, aber auch dem psychischen Bereich. Und dass man das nach einem Aufknopfdruck alles zusammenbringt, das ist schlussendlich das, was der Golfsport auch ausmacht. Ich sehe ganz viele Parallelen zum Handball, vor allem natürlich im Mindset-Bereich. Handball wird meistens auf der letzten Minute entschieden. Das heisst, es ist wichtig, den Fokus bis in die letzte Sekunde aufrechtzuerhalten. Und das ist im Golf nicht anders. Gut anfangen ist das eine, aber am Schluss muss man es dann wirklich auch noch heimbringen. Und darum glaube ich, bei beiden Sportarten ist ein starkes Mindset, aber auch klarer Fokus und vor allem auch die Überzeugung, dass man seine Leistung auf Knopfdruck abrufen kann, sehr, sehr wichtig.